Es gibt nur schlechte Netflix Original Animes. Are you sure about that? Wenn ich den Anime mit einem Wort beschreiben müsste, dann wäre es... Ganz genau, der ist so gut, dass er dich zum Kommen bringt. Leute, muss ich sagen, dass die Animation und die Night City extrem krass aussehen und die komplette Visualisation gelungen war? Nein, muss ich nicht, weil das haben euch genug Creator gesagt und ihr habt es ja selber gesehen. Es ist einfach nur vamos. Ich bin wirklich mit null Hoffnung in diesen Anime reingegangen und bin mit Tränen wieder rausgekommen. Vor allem bei dieser Szene. Oh! Ah! Aber lasst uns wie immer über die Waifus reden. Lucy, not gonna lie, wo sie am Anfang David gesnitcht hat, wollte ich ja eigentlich nur eine UK-Begrüßung geben. Aber im Verlauf der Story ist sie mir wirklich ins Herz gewachsen. Und wenn ich sie jetzt mit einem Wort beschreiben müsste, dann wäre es... Smash. Und wie ihr beim Thumbnail schon gesehen habt und dem Titel, wisst ihr, dass sie für mich aussieht wie eine Zero Two, nur in Premium. Sei es vom Charakter oder vom Aussehen. Und natürlich habe ich mit meinem Freund darüber geredet und er meinte, dass es nicht so ist. Vielleicht liege ich falsch, aber meine Weirdos Instinkte sagen mir irgendwie, dass es sie nur in Premium. Kommen wir zu Rebecca. Sie ist scharf auf Englisch. Spicy Meat. Ein lollihaftiges Mädchen, was den Wortschatz von Frankfurtern Leuten hat, die in Straßenvideos zu sehen sind. Ich liebe sie. Umso mehr hat es mir wehgetan, dass sie von einem Arschklatscher gestorben ist. Aber warum redet niemand drüber, über die Szene, wo sie diesen einen Typen einen Handshake unter dem Gürtel gegeben hat? It should have been me, not him! It's not fair! Was auch mindblowing ist, ist die gelungene Werbung durch den Anime für das Game. Aber um ehrlich zu sein, freue ich mich wirklich, weil das Game ist an sich wirklich krass. Ich habe es die letzten Tage gezockt und das kann ich euch empfehlen. Like es und abonniere den Kanal, teile das Video mit deinen Freunden und ich besorge dir ein Date mit Lucy auf dem Mond. Mach's gut, ich mach's besser, ciao!